Was versteht man unter Prothetik und welche Varianten gibt es da eigentlich? Prothetik bedeutet grundsätzlich Zahnersatz. Das kann zwei Formen haben. Das kann etwas Herausnehmbares sein, das kann etwas Festsitzendes sein. Schöner ist natürlich, wenn es möglich ist, den Zahnverlust festsitzend zu rekonstruieren, also zu ersetzen. Das wäre also festsitzende klassische Zahnersatzelemente sind Kronen, Brücken und implantatgetragene Konstruktionen, die auch dann irgendwie Kronen und Brücken sind. Herausnehmbar wäre eine Teilprothese oder eine totale Prothese. Und bei dem herausnehmbaren Zahnersatz hat man schon einige Einschränkungen. Das ist nicht dasselbe wie diese festsitzenden Rekonstruktionen, die sich nach kurzer Zeit anfühlen wie eigene Zähne, sondern das muss man ja herausnehmen. Und dabei wird einem das auch ständig bewusst, natürlich, dass man da ein Ersatzteil im Mund hat, was psychologisch nicht schön ist. Aber auch ganz praktisch ist das so, dass das nur bedingt fest verbunden ist. Und wenn man etwas Klebriges isst oder mal unbedacht gähnt mit weit aufgerissenem Mund, kann da schon mal so ein Ersatzteil sich verschieben oder auch im dümmsten Fall runterfallen, wenn es im Oberkiefer ist. Und das ist dann schon nicht so schön. Außerdem bei einem totalen Zahnersatz hat man nur ungefähr ein Drittel der Kaukraft, wie man sonst mit natürlichen Zähnen oder mit einem festsitzenden Zahnersatz hat. Also da sind schon einige Einschränkungen da. Auch ist natürlich ein großer Teil des Gaumens bedeckt, was auch bedeutet, dass viele Geschmacksknospen nicht richtig arbeiten können und man nur einen Teil des Geschmackes wahrnimmt. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es keinen anderen Weg gibt, als so einen herausnehmbaren Ersatz zu machen. Das sind Situationen, wo der Knochen nicht reicht, um was zu implantieren und wo noch schwere Allgemeinerkrankungen dazukommen, dass man dann auch da keinen Knochen wieder aufbauen kann. Und dann ist das eine Lösung, die natürlich dem Zahnverlust vorzuziehen ist, aber im Komfort mit einer Einschränkung verbunden ist.